Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play, und zwar dieses Mal wieder aus Meet the Country Life 2 Projekt. Und ja, bist du mal da gerade am Verladen. Jetzt. Passt. So, und alle helfen mir jetzt schieben. Das ist ja. Was willst du da schieben? Herr Wiesenthal. Herr Müller, Herr Wiesenthal. Da, schluck mir das hier von sicherer Entfernung an hier. Oh, look. Oh. Es geht schieb schon. Schieb, komm. Zack, zack. Schieb von vorne. Komm her, da vorne. Schalt mal einen zweiten. Ja. Ich kann nicht mehr. Wir schalten da so. Ich weiß nicht. Ich glaub, das ist der Herr Wiesenthal. Ach, ich schieb den Tiefladen mit, Junge. Jetzt kommen wir einen runter. Kann mal einer den Merlo vorfahren? Quattro Power, Quattro Power! Hey, da schiebt auch keiner was. So, das long. Halt! Ein Brötchen! Steig da mal aus! Einmal mit Profis! Einmal mit Profis, bitte! Steig doch mal aus, du Lehrling, Junge! Ja, Simba! Was ist das mit dem hier? Haben Sie da einen Beifahrer? Bitte! Schreien Sie nicht so! Jetzt halt ins Auge hin! Oh, bei dir noch fahrtauglich! Danke! Ja, passt! Ist er oder ist er nicht? Ja, natürlich. Bleiben Sie kurz nicht einmal stehen, bitte. Ja. Hey, die sind da. Ich will auch aufs Bild. Mach, lass Gruppenbild machen. Dommer, wo bist du? Da. Peace. Peace. Der Typ, der auf die Leertaste eingeschlafen ist. Peace. Ameisen-Scheiße. Fertig. PK. Okay. So. Schick ich dir dann. Ich aber nachher auf Insta-Farm sehen. Ja. Ja, mach mal. Ey, kann ich auch einsteigen? Danke. Herr Assinger. Ja? Es fehlt nur noch das Dosenbier. So, jetzt folgt nur mehr der Radio. Oh mein Gott, der Herr Huber. Wir fehlt jetzt hinterher. Ach so, falsche Richtung. Oh. Der Herr Huber. Der Herr Müller. Rasinger, ein bisschen schneller hier. Ich schlafe hinten gleich ein. Seien Sie leise, du Fuhren. Wie kannst du? Herr Müller. Sollen wir mal ein bisschen Gas geben? Hä? Sollen wir mal starten und ein bisschen Gas geben? Ja. Herr Assinger, kann es sein, dass Ihr Hof ein bisschen voll ist? Ja, ist... Oh! Was ist das für ein blöder Hundstag in der Hände? Oh! Warte, wir müssen von vorne schieben. Fahr mal zurück mit diesem scheiß Karre da! Oh Mann. Hallo, wir müssen schieben. Boah, nee, ich werd dich, oder? Ich geb da tot um. Ey, nee. Hilfe! So. Herr Wiesenthal? Die Vermieter schafft auch noch Audi. Ich schieb mal kurz von innen noch ein bisschen. Herr Kleiner, wollen Sie vielleicht auch mal? Herr Wiesenthal! Sie können auch Ihren Anzug dreckig machen, kommst du her? Wieder! Oh. Ja, komm. Einmal frei! Ein bisschen wieder num! Schieb! Ja. Also passt es! Halt, du hängst dich am Tieflader und musst schnell zu der Spritz! Ach, das ist egal, der Tieflader ist sowieso im Arsch! Mach die Tür zu! Ja, doch, okay, das ist gut! Bosch-Service! Jetzt machst du... Herr Assinger, machen Sie jetzt Bosch-Motor hier rein! Bitte, wenn möglich, gleich einen Bosch-Motor einbauen! Bosch-Motor. Da kommen so 50 Akkuschrauber rein. Dann jetzt einfach nicht den MAN da so nachstellen. Ah, jetzt noch einfach das Ding mit dem. Was gibt's denn, Herr Wiesenthal? Ich hab mir zusammengebrochen, so müssen wir den Krankenwagen rufen. Hier stehen so viele Plastikbomben und so viele Mädchen fett. Hilfe! Herr Assinger, kommst du mal kurz her? Ich geh an Rettungsdienst holen. Holen Sie die Panik aus dem Lager, müssen Sie S-Klasse, wie geil!
Ja, okay, Müller. Alter. Hä? Können Sie mir das bitte erklären? Nee. Was ist denn das eigentlich für geiler Meatball? Lass ich ja brauchen die Peitsche nicht mehr, der Feind hat sich ergeben. Wo ist denn der Herr Händler? Herr Assinger? Ja? Was ist denn das eigentlich? Was ist denn das eigentlich für Meatballken da? Das ist für ein GT. Ah. Ich fahr den Anhänger wieder zurück. Ja, machen Sie das. Ich bin noch nie Merlo gefahren. Aber auf die Wiese da, gell? Ich bin noch nie Merlo gefahren. Kann Ihnen noch was helfen? Herr Assinger! Der eine am anderen jetzt antun, was ist? Ich bin noch nie Merlo gefahren. Wie macht man denn die Gabel runter? Da ist so neben den Joysticks sind so Tasten, muss ich M drücken. Ach so. Oh, jetzt hängt das in der Straße. Ah, oh, doch nicht. Alles gut, hat sich gegeben. Danke. Ey, was ist denn für ein Einsatz? Oh mein Gott. Herr Dominik? Ja? Der Einsatz hat sich erledigt. Nee, hat sich alles ergeben, sorry. Wollen Sie mich jetzt ernsthaft auf den Arm nehmen? Ich bin jetzt dahergerannt und habe einen Schlüssel besorgt. Ja, hol doch! Der Herr Wiesenthal wird mir immer sympathischer. Ihr Bart ist sehr wichtig und doof. Der ist mir schon sehr sympathisch geworden in letzter Zeit. Herr Müller? Mir nicht. Mein Herr Ohr Müller, blutet seit 2 Tagen. Wenn Sie mir jetzt noch einmal ins Wort fallen, dann werden wir ein schönes Gespräch führen, aber im Finstern in einer Ecke. Oh nix, mein V8-Sound vom Audi ist so laut. Steige aus unserer Karre, Junge, mein Auto wird immer hässlicher. Hast du die eigentlich schon mal mit deiner Klobrille im Spiegel gesehen? Ja. Ja, sehr schöner Mann. Willst du einsteigen? Na, danke. Oh. Übrigens, für euch zwar, um 21 Uhr ist bei mir oben eine Party im Partyraum. Danke für die Info. Ich weiß ja, wo ich jetzt hin muss. Also fahren können Sie auch nicht, Herr Anton. Willst du mir sagen, du hast ein Audi in 2 geteilt? Ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Herr Müller, wo haben Sie den verkauft, für die Drogen? Ich hab den gar nichts. Ich will auch eigentlich nichts mit denen zu tun haben. Oh Mann. Ey, da oben ist Party, hast du das gehört? Ja, nehmen Sie mich gleich mit, kommen Sie. Natürlich nicht, ich gehe jetzt mit. Eieiei, wenn Sie so fahren, dann kotze ich Ihnen ins Auto. Ich kotze gleich auch mal wohin, Alter. Warum sind Sie immer so gleich so aggressiv, Herr Kollege? Junge, weil ich das nicht hören kann. Ach, Spaß. Sie sind aber auch so ein 31er. Gar nicht. Wie hat Ihnen eigentlich die Ausbildung oder das Studium gefallen? Erzählen Sie ein bisschen was. Weiß ich nicht. Ist ja wie immer. Ich bin froh, dass ich jetzt hier alles so machen kann, wie ich machen möchte. Nicht mehr so abhängig vom Lernen bin. Wer hat denn da eigentlich die Straße geteert? Weiß ich nicht. Irgendwie gesoffen mit meinem Tern, Alter. Warum ist das? Mal kurz die Geschwindigkeit austesten. 150? Nicht. So, ins andere Tor vor mir, das sind nur Assis. Ja, da ist alle Chrissy Gaming. Leichlein, ihr wisst, wo ihr nicht vorbeischauen sollt, der Kanal heißt LS Profi. Das außer von der P, oder? Ja. Nein. Hast du überhaupt mal den Hof von Dominik gesehen? Na. Dann wird's langsam Zeit. Sauda. Jetzt mal gucken, wie schwer du bist. 400, mein Auto hat vorher 250 gewogen, wo ich drin war. Ja, ja. Klappe. Ist das in Dommes Hof? Nee, das ist mein Hof. Ja, ja.
Natürlich sagt Dommel sein Hof, was ist das für eine Frage? Oha. Warten Sie kurz mein Telefon. Ja, bitte. Ja, schön, ihr Dach. Oh, Junge. Ich versuche das zum 100. Mal ungefähr. Ja. Wie oft noch? Was denn? Sie wollten irgendwas von mir. Gute Frage, ist sie jetzt damit ankommen? Ach so, da muss ich aber demnächst mit meinem Vater kommen. Wir wollten nämlich was über Pachtfelder reden. Ach so, ja. Gut. Ja. Ja, also sag gleich mir, 21. Sagen Sie mir doch beim nächsten Mal mit Ihrem Vater auch Bescheid. Da muss ich die nicht immer anrufen und beim nächsten Mal. Jetzt weiß ich, worum es geht und bin auch nicht weiter, weißt du denn? Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ja. Gelbe Karte. Ja, sind Sie eigentlich um 21 Uhr da? Ich bin immer da, ich bin nachtaktiv, seitdem bei ich der, bei der Party meine ich hier oben beim Domme. An der BGA-Hof. Ist da eine Party? Bin ich ja nicht eingeladen. 21 Uhr? Sagen Sie aber nicht, ich hab nichts Ihnen gesagt, okay? Doch. Okay, dann kommst du nicht. Nein, sie haben nichts gesagt, okay. Richtig, richtige Antwort. Okay. Aber eine andere Frage hier, ich versuche die ganze Zeit den scheiß Bauholz hier zu erreichen. Da antwortet ja nicht hier. Da musst du, glaube ich, mal jetzt, glaube ich, mal anrufen. Soll ich dir die Nummer mal durchgeben? Ich hab die Nummer. Ja, dann ruf den mal an. Er sagt die ganze Zeit beim Gemeindegebäude treffen, dann kommt er da mit seinem vergoldeten Mercedes um die Ecke gefahren, fährt 3 Runden um den Baum. Ruf den einfach mal an und mach das über den Telefon. Keine Ahnung, oder kommst du da bei der Party und fragst du mal. Wenn du besoffen ist, kriegst du vielleicht noch billiger. Das ist ein guter Punkt. So, gut. Also jetzt zur Party oder was hier? Ja, 21 Uhr. 21 Uhr, ja. Gut, ich kann da ja schon mal hinfahren. Jo. Ja, schon mal vorglühen, ne? Junge. Ja. Ach du. Der Junge, der macht mich fettig. Alter, was ist denn das hier? Ach du Scheiße. Das geht ja nicht aus. Ich heb da mal hier ein Audi nieder. Ne, meiner wird nicht in zwei geteilt. Guck mal, ich hab Frontblitzer vorne. Mach mal an. Hab ich doch. Was sind das für illegale Version? Das ist überhaupt kein Standard. Guck mal, was ich hier für Licht hab, Junge. Sie können ja auch nicht fahren, oder? Was? Nix. Ich will grad was machen. Du brauchst mir gar nichts mehr verfahren sein, solange du... Du weißt ganz genau, dass du gerade einen Dix in zwei geteilt hast, ein Audi. Na. So. Mal kurz gucken, was die machen. Grüß Gott, Herr Huber. Ah, cool. Oha. Geil. Herr Müller? Herr Müller? Vorglühen! Herr Müller? Was? Hier ist doch jetzt hier 21 Uhr Filter, wo kann ich denn hier vorglühen? Haben Sie sich selber eingeladen oder was? Nein, ich wurde eingeladen hier. Nein. Herr Müller, komm jetzt einmal mit, ja. Das müssen Sie sich aber anschauen. Da ist der Partyraum. Da ist der Partyraum. Alle Atzen singen. Und schön. So schön. Ich bin doch toll. Dommel, komm mal bitte. Zusperren. So. Dommel? Ich bräuchte mal kurz den Schlüssel für den GT, ich hab den leider nicht. Ach ja, der Assinger, aber trotzdem bräuchte ich den kurz mal. Hey, läuft doch einigermaßen. Alter, was sprüht denn der raus, Junge? Der ich ist ja weiß. Eine rauchen, ey, der ist nicht gut, Herr Assinger. Ist nicht so, gut. Ich muss nochmal kurz zum Herrn Huber. Hey, Müller! Oh.
Was los? Ja, hier. Gibt nichts vorglühen hier. Was ist denn mit dem nicht richtig? Junge, wir haben nur 21 Uhr im Vogel. Der hat noch nichts angeschaut. Ja, vorglühen ist auch schon um Viertel vor hier. Echt? Weiß ich nichts von. Ja, wie ist denn da? Was denn? Ich will jetzt Bier. Ja, vorglühen. Doch rausgekommen. Was macht ihr denn? Gesperrt, wie sind sie da rausgekommen? Bis ich da rausgekommen bin? Ich hab meine Hand genommen. Wenn sie genau wissen wollen, meine Rechte. Hab die Klinke von der Tür in der Hand genommen. Und hab die runtergedrückt. Anschließend hab ich gezogen. Hey, ihr, mein schöner AMG. Die Lars müssen damit noch geklärt werden. Wenn ich zwei schreien, hält's auf einmal. Da ist glaube ich wo es hin. Walter, wie fährt denn der? Herr Wiesenthal! Ja, bisschen Festbeleuchtung hier. Gucken Sie mal rein, meine ambiente Beleuchtung. Könntest du überhaupt richtig fahren? Ach du Scheiße. Herr Wiesenthal, ich bin gut oder brauchen wir wieder die Rettung und können wir es dann in der letzten Sekunde wieder auf. Alle, ihr ganze Beifahrer sitzt ja vollgemüllt mit Monsterdosen, Junge. Der Monster schmeckt ja gar nicht hier. Können Sie denn richtig gucken oder was? Ich trinke hier nur Shirin Davids Dirty und Angie. So, ich muss los, sorry. Herr Kleinarzt, bitte, wenn möglich, vom Grundstück bitte entfernen. Ich muss los, ich hab da was. Diebstahl! Oh, Hacke. Herr Müller, ja? Sind Sie nicht mehr bei der Party dabei? So, ich hab nur gerade was gehört, was ich nicht hören möchte. Er hat irgendwie ein Plastik getrunken. Achso. Oder schminkt. Ja, Wiesenthal, was hab ich gesagt? Was ist jetzt hier mit deiner Party? Der gibt's nicht. Warum gibt's die nicht? Da ist keine Party. Wer hat gesagt, dass da eine Party ist? Der Müller hat mir hier gesagt, dass ich um 21 Uhr jetzt zur Party kommen soll. Ja, da hat der Herr Müller, glaube ich, was falsch gesagt. Oder, ich hab glaube ich was falsch verstanden. So, meine lieben Freunde. Ich glaube, die Diskussion wollen wir morgen weiterführen. Ja, da wäre ich in meiner Meinung. Ja. Da wäre ich auch. Passt. War nämlich jetzt nach Hause. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Oh Mann, ja, der Herr Müller schon wieder gegen die Wand gefahren. Jo, dann schaut's gerne zur nächsten Folge. Oh, wir fahren jetzt noch zum Discord. Oh, ja, ja. Und der Wie es ausgeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.